Willkommen, liebe Clasher, bei mir in Thorsten Ratute beim Clan Bethesda. Ja, die Clan-Spiele, die machen ja aggro. Aber ihr habt da im Thumbnail gesehen, wow. Ich muss echt sagen, ich habe hier Clan-Kriegsangriffe gesehen. Die habe ich so in der Form noch nicht gesehen und die werde ich euch natürlich auch zeigen. Aber wir fangen heute wieder so an, wie in der letzten Folge, mit einem Dorfbesuch, damit ich meine Text abarbeite. Natürlich immer mit dem Leerzeichen, gar keine Frage. Es ist der Berserker bei mir im Forum, beziehungsweise in den Kommentaren. Berserker More, ich kenne ihn auch aus der Big Family von Quantus. Und wir schauen einfach mal rein. Es ist ein, ja, es ist ein starkes RH8 hier und bis auf so ein paar Mauern, würde ich sagen, ist die Defense auch. Magiertürme können noch so ein bisschen was ab. Ist die Defense hier aber, glaube ich, ja, die ist relativ hoch. Die ist schon fast max out. Die Tesla kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Truppenmäßig geht hier, sieht das relativ ähnlich aus wie bei meinem R8-Account, dem Chefkoch. Und allerdings habe ich noch die Hocks sind jetzt bei mir, glaube ich, sie laufen heute aus auf 3. Golem habe ich allerdings noch nicht auf 2, der fehlt mir noch. Und der King ist hier schon auf 10, da habe ich noch auf 9. Also ist ein cooler Account hier, ein bisschen wenig CK-Sterne, finde ich. Und obwohl ich weiß, dass die Big Family hier um Quantus rum auch immer wieder CK spielt, kann man da natürlich ein bisschen mehr machen, würde ich mal so sagen. Aber ich glaube, der Berserker hier ist zufrieden mit seinem Dorf hier. Das sieht ganz gut aus. Hier ist vieles von Farmarmeen zumindest geschützt in, wo ist er da? Ingold 3. Und auch was Luftangriffe angeht, sind hier die Luftabwehren noch mit den Bogen, mit dem Magierturm, Bogenschützenturm abgedeckt. Und der Feger hier, ja, der ist vielleicht ein bisschen unglücklich postiert, denn, ja, das weiß man nicht genau. Aber es ist ja eine Farmbase. Normal kriegst du den natürlich mit dem King oder mit dem King zwei Magier oder mit ein paar Hocks. Und oder blitzt ihn. Ich blitze den Feger immer ganz gerne. Aber es sieht ganz gut aus hier und ich glaube, er ist auch zufrieden mit seinem Account. Ich bin zufrieden, dass ich den hier wieder abgearbeitet habe. Und ich mache mir auch immer gerne mal so einen kleinen Mini-Zettel. Toto, was willst du eigentlich machen während dieser Clan-Spiele hier? Ja, was will ich eigentlich machen? Ich will natürlich meine Miner mit euch zu Ende stellen. Die laufen nämlich heute auf Level 5 aus, also Maxed Miner. Und ich würde sagen, wir suchen uns noch so einen Gegner hier für Fehl Elex. Boah, eigentlich ist das schon einer. Ihr seht, was ich da unten für eine Armee am Start habe. Also die rockt. Die rockt wirklich, muss ich mal so sagen. Heieiei, 5000 Dunkles in so einer ausgebrannten Base hier. Kurz vor Champion. Den kann ich natürlich nicht stehen lassen. Denn meine Queen, ihr seht das, sie ist auf 49. Ich habe sie ja auf 49 gebracht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen. Ich starte immer an irgendeiner Ecke hier mit dem Queen Walk und im Moment mit dem Warden. Das ist mir hier gerade mit dem Packer auf 6, mit den Riesen, mit den Mauerbrechern und den Magiern. Ich habe das Magierwind schon durch. Also ich muss die Magier nicht mehr verwenden, aber oh, sie helfen schon. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt nicht helfen oder gar nichts machen. Und von daher, glaube ich, ist das hier eine coole Truppe. Wir brauchen hier auch nicht alle Ressourcen. Ich gucke mal, hier unten ist das eine dunkle Lager. Ich muss mal eben schauen, wie die Queen so ein bisschen weitergeht. Ja, die ist natürlich mit Warden Level 49, 20er Warden im Hintergrund jetzt schon relativ stark. Ich muss hier jetzt weitergehen, sonst machen gleich die Luftabwehren meine Heiler, so wie ich es vorausgesagt habe. So, ja, dann nehmen wir hier mal so ein paar Mauerheinis rein. Okay, da haben wir schon ein paar Troll-Tesla, das ist nicht schlecht, das ist alles in Ordnung. Ich sehe das hier ganz entspannt in letzter Zeit, muss ich sagen. Und muss allerdings, oh, mein King tankt da außen, okay. Mein King tankt da außen, aber hier in der Mitte habe ich noch richtig was drin. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen das Dunkle in jedem Fall haben. Das Elex und so weiter mit dem Bonus kriegen wir sowieso. Muss man fairerweise sagen. Bei so einer Base, jetzt muss ich mich hier nur so ein bisschen, ich glaube, ich muss mich doch noch ein bisschen härter hier durchprügeln, dass ich das Dunkle auch kriege. Hier hinten in der Ecke ist noch ein Bohrer. Und, das ist natürlich doof. Außen ist auch noch ein Bohrer. Okay, dann geben wir hier mal alles. Und, wo sind denn eigentlich meine Truppskis? Ah, da. Hier sind meine Truppen. Okay.
Jo. Ja, das ist schön, dass ihr nach da geht. Ja, ich würde sagen, wir kriegen alles. Ich brauche den einen Heilzauber gar nicht mehr werfen. Den kann ich mir jetzt gleich sparen für meine Miner-Truppen. Denn ich werde gleich die Miner mit euch, denke ich mal, vorgeben. Habe aber noch ein bisschen was auf meinem Zettel stehen. Also dies sollte ja erstmal nur na, so ein Farmangriff sein. Jo, den haben wir gerockt. Super Sache. Also die Armee hier. Wenn ihr euch die wegpinnt, wenn ihr genug Elex habt, und ich hatte genug Elex, ich konnte ruhig ein bisschen was ausgeben, auch wenn die Päcker sehr teuer sind, die Zauber sehr teuer sind. Aber ihr seht das hier, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Fast 6000, über 6000 Dunkles. Und meine Queen soll ja schon auf 50 gehen, denn wir sind in den Clan-Spielen hier relativ weit. Jetzt muss ich allerdings ein Gift verspenden, kann ich nicht. Okay, dann da ist der Heil. Dann machen wir das mal so. Ja, so sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Dann können wir die auch komplett nachtrainen. Ja, ich habe jetzt 9, 6 hier in dem Lager, habe aber so ein bisschen was in der Treasury angesammelt durch die Gewinne hier in den normalen Ligen. 540.000, das reicht in jedem Fall für 10 Millionen für den Packer. Ich will danach den Packer auf Max anstarten. 14 Tage. Ich weiß noch nicht, ob ich das Buch nutze. Von den Clanspielen. Ja, Clanspiele auch ein Thema hier. Machen Clanspiele eigentlich Aggro? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl in den vielen Clans, wo ich bin, machen Clanspiele Aggro, denn die Leute werden angezählt. So nach dem Motto: Los, 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 macht mal Clan-Games, auch wenn es das Nachtdorf ist. Und viele haben gesagt: Oh nee, mache ich nicht. Was meint ihr, wie viel Kicks ich in diesen Tagen hier mitbekommen habe, wie viele Diskussionen ich geführt habe, was die Clan-Games angeht? Und am Ende muss ich sagen: Ihr seht das hier, ich bin bei 2780. Hab noch einen Tag 10 Stunden Zeit, wobei ich ja einer bin, der nicht viel Pokale verlieren wollte. Und ja, wofür eigentlich? Wofür eigentlich? Ich meine, es geht hier nur um Pokis und es geht hier um Bonus. Ihr seht, meine Lager sind pickepacke voll und ich komme Supercell nicht nach. Ich gemme hier nichts im Nachtdorf. So ein bisschen, denke ich mal, ist es ein bisschen geschickt von Supercell, hier natürlich jetzt zu sagen: Ah, Toto, machst die Kanone für 2,99 oder mit dem Hammer? Dann kannst du gleich die nächste weitermachen, aber warum? Ich habe hier überhaupt keinen Zeitdruck und brauche jetzt noch 3% für das nächste Spiel. Also ganz locker. Und ich muss sagen, je länger die Clanspiele hier jetzt gedauert haben, sie dauern ja jetzt noch einen Tag, desto lockerer habe ich sie empfunden. Desto lockerer habe ich sie empfunden. Ich brauche hier nur noch Prozente machen. Ja. Und also 3% jetzt noch an dem Erfolg hier. Und die werde ich ja irgendwie schaffen. Natürlich werde ich diese Base hier nicht unbedingt jetzt im Gewinn siegen. Brauche ich aber auch gar nicht. Brauche ich gar nicht. Das macht mir überhaupt nichts. Ich brauche nur 3%. Die habe ich jetzt schon. 8%. Ja, ist so locker. Ich verbrate die Armee hier mal. Es sind die Dropships hier, die Ballons, die Skelette fallen lassen. Ja, die kriegen auch mal richtig Asche hier von der Giant-Kanone hier. Und ja, jetzt haben wir 32%. Wir werden das Ding ja niemals gewinnen hier. Ist aber, wie gesagt, für mich ist das nicht schlimm. Für mich ist das nicht schlimm. Ich nehme hier hinten jetzt noch meine Kampfmaschine und mache jetzt noch die paar Prozente. Also deswegen die Clanspiele. Ich habe heute Abend schon mal gesagt, einige haben gesagt: Ah, oh, die Clanspiele, die sind so scheiße. Nein, sie sind einfach. Sie sind wirklich total einfach. Denn ich zeige euch gleich mal so ein paar Errungenschaften hier oder wofür es eigentlich Punkte gibt. Ich meine, ihr kennt das ja selber. Ihr müsst es nur machen. Und es ist teilweise so billig, hier die Uhrentürme wegzumachen oder die Minen. Und diese Juwelenmine, meistens stehen die außen. Und da ist es so einfach, dieses Clanspiel zu machen. Ob ich jetzt gewinne oder nicht, ist mir egal. Ich habe die Challenge gewonnen und habe damit jetzt meine, na, noch nicht ganz letzten Punkte. Ich muss jetzt noch 120 Punkte machen. Aber jetzt guck mal, ich muss 120 Punkte machen. Und wenn ich das Ding jetzt mache, eine Stunde lang, nur 5 Airbomben hier. Das ist so einfach, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder auch die hier, selbst die hier, sind sehr, sehr einfach, ganz, ganz einfach zu machen. Ihr müsst halt den Fokus dann immer auf die Def legen, die ihr hier machen müsst. Also ich finde es wirklich, wirklich locker. Und deswegen habe ich heute, ich habe in allen Kanälen gesagt: Leute, Clanspiele, die sind easy going. Ich werde mit allen meinen Charakteren die 3000 Punkte schaffen in diesen 4 Tagen. Ganz, ganz locker. Und ich habe nicht immer die 500er genommen. Aber ihr habt es ja im Thumbnail gesehen, ich hatte dort einen Lava-Hund und den Skelettzauber mal abgebildet. Und wir gucken mal, was sich der Bruce hier im letzten CK geleistet hat.
Und ihr seht hier die Armee von Bruce hier unten. Also ich war selber so ein bisschen perplex. Ich habe den CK ja so ein bisschen nur von außen beobachtet, da mich Bad Taste im Moment nicht mit in CK mitnimmt. Ihr wisst ja, zu schlecht, zu wenig Sterne, zu schlechter Dip. Ich muss üben. Alles gut. Alles gut. Ich bin auch gar nicht so geil im Moment auf Clan Wars für mich jetzt mit diesem Account hier. Aber es hat mich echt beeindruckt hier mit den 7 Skelettzaubern, den 4 Eilzaubern, den einem Wutzauber und den Lohnzehe plus den Hunden hier so einen Angriff hier mal zu sehen. Also ja, ihr müsst, also letztendlich ist Ziel hier, hier unten irgendwas zu schaffen. Ich weiß gar nicht, was ihn da geritten hat, was er da wegmachen wollte. Wahrscheinlich nur einfach was wegmachen. So muss man sagen. Jetzt kommt hier in der Mitte der Wutzauber und jetzt passend, wo die Queen auch genau in diesem Mittelsegment hier ist, kommt hier der, beziehungsweise erst der Wut, dann die ganzen Skelly-Zauber und die packen hier wirklich easy peasy die Queen, natürlich, und die packen auch, na, schaffen sie es? Ja, sie schaffen auch die den Adler und sie schaffen auch, oh, gerade so die Clanburg, aber ihr seht das hier in der Mitte, ich halte das eben mal an, es gibt keinen Flächenschaden hier, es gibt keinen, so ein bisschen hier von dem Bombenturm, aber der reicht natürlich gar nicht bis zu den Adler ran und er reicht auch jetzt nicht, der reicht einfach nicht bis dahin ran und auch nicht hier bis zur Clanburg, das heißt also, die Eagle-Artillerie, die Clanburg und die Queen sind hiermit komplett aus dem Gefecht genommen. Das heißt, es kommt nichts mehr. Und ja, das hat mich wirklich, also krasse Angriffe, zumal standen hier dann auch noch die X-Bogen. Oh, entschuldigt. Standen dann auch noch auf Boden bei so einer Base hier. Ist natürlich top, denn hier hat der Angreifer wahrscheinlich vermutet, dass man dann doch irgendwo mit Bodentruppen kommt. Also ich habe wirklich hier in dem oberen Bereich in diesem Clankrieg ganz, ganz wenig Hexen gesehen. Keine Ahnung, warum das so war. Vielleicht ist das nicht mehr die Rudertruppe, aber so wie das hier natürlich vonstatten geht in der Mitte und er hat jetzt immer noch Loons über, wurden noch nicht gezündet. Ich meine, die Base ist fast down und trotzdem zündet er den noch nicht, weil er hat alle Zeit der Welt. Die Loons, die machen ja alles und richtig krasses Teil hier. Also schön gemacht hier, Bruce. 3-2 vom Clan, wer ist das eigentlich? Juninho, Lord Bareas Wars. Also die waren jetzt nicht so von den Kriegssternen her nicht so super hoch. Und man hätte auch, ja, man hätte fast vermuten können, dass mal wieder so ein bisschen Modding im Spiel ist. Denn immer, wenn man ja richtig kassiert, ich zweifle das auch an, auch hier im Clan, auch wenn ich diesem Clan angehöre, es ist nicht immer so, dass die Leute modden oder Gegner modden, nur weil man mal richtig kassiert, ist ja so. Der Bruce hier, kann sein, dass hier ein Stalker vorher auf der Base war, also so ein Scout auf dieser Base war. Was ist denn in der Clanburg? Aber ich meine, es ist ja eh egal. Wir machen die eh mit Skeletten weg, deswegen ist es völlig bumpe, was hier in der Clanburg ist. Wir machen sie ja weg. Wir hauen die weg und von daher kann uns die Clanburg wirklich ganz, ganz am Popo vorbeigehen. Ja, hätte ich mal fast so gesagt. Aber ja, das Modden kann natürlich immer mal wieder Thema sein, aber auch der Gegner hat in unserem oberen Bereich nicht, ich glaube, er hat nicht gemoddet, der hat nicht gescoutet, gar nichts. Und da weiß ich nicht, wie man dann moddet, keine Ahnung. Aber es kommt natürlich immer das Gefühl aus, wenn du 100% kassierst und ihr seht das, wir haben 100% kassiert, seht ihr das? 90 Sterne. Alle Bases hier auf 3. Das ist, ich belächle das so ein bisschen. Und so ein Angriff, wie ich euch gerade gezeigt habe, hat der Gegner hier, ich glaube, von den ersten 10 Bases sind 8 mit dieser Taktik gemacht worden. Sie ist wirklich, na, ich will nicht sagen OP, aber wenn man sie drauf hat, dann hat man sie drauf. Und wie gesagt, der Gegner, das ist so einer, die haben nicht wirklich super viel Sterne hier, muss man ja mal so sagen. Wo man sagen könnte, naja, die sind jetzt so erfahren, die haben schon alle Taktiken durch. Was willst du machen? Augen zu und durch, müssen wir durch und wir müssen in jedem Fall noch einen Farmangriff machen mit dieser Armee hier. Und ich hatte ja gesagt, wir machen uns hier, ja, ich komm Leute, die 41, die gönnen wir uns jetzt einfach mal in der Aufnahme hier. Wir haben den Miner hier maxed out und ziehen jetzt eben mal den King auch für 30 einmal durch. Komm, dann haben wir noch 10.306. Das gönne ich mir einfach mal, denn durch die Clanspiele hier, es gibt ja auch immer so ein Sammel-Event, da kriege ich hier immer wieder was rein. Und
Ich habe jetzt zwar durch das letzte Ereignis hier nichts reingekriegt, aber ich würde jetzt schon gerne die Armee hier verbrateln. Wir haben in der Clanburg drei Bowler, eine Hexe, einen Riesen und wir haben so ein bisschen, ja, wir haben einfach mal ein bisschen was dabei. Ich bin wirklich gespannt, wie die meine hier rocken. Wir haben 9.600.000 Elex, also wir kriegen ja in jedem Fall den Päcker gleich angestartet. 14 Tage, aber ich habe mich schon so ein bisschen so einen kleinen Ast gefreut hier auf die Miner. Und ich brauche Dunkles. Ich brauche Dunkles für die Queen. Und 4.000 sind hier nicht schlecht, aber hier sind auch in der Mitte ein Single und ein Multi-Inferno. Rathaus 10, 4.000 Dunkles. Rathaus 10, 4.000 Dunkles. Machen wir. Machen wir. Den Deal gehen wir hier ein. Und denn ich kriege ja in jedem Fall noch ein bisschen Bonus, wenn ich diese Armee hier mache. Was hat er da für eine Queen? Wie groß ist die? Ah, 16. Okay. 16er Queen. Ein bisschen Def hier. Ah, ich muss gerade mal ein bisschen reinscrollen, dass ich das sehe. Das muss in jedem Fall drin sein. Ich muss jetzt nur mal gerade. Ich müsste jetzt mal eine Clanburg locken, denn das ist ein Aktiver hier. Nicht, dass der noch eine Clanburg hat. Und ich sehe sie nicht. Nee, der hat keine Clanburg. Okay. Da haben wir den Single Inferno. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich nehme hier ruhig mal meine Clanburg. So, ich nehme einmal. Oh, was ist denn das da? Was ist denn das da? Da geht ja meine Queen fast drauf. Okay. Okay, dann gehen hier meine Truppen rein. Ich hoffe, dass meine ganzen Mauerbrecher jetzt hier durchgehen. Ja, die schlagen da schon mal durch. Die schlagen da durch. Und sie sind auch da durch. Jawohl. Also für einen King hier kann ich hier in jedem Fall jetzt schon mal durchgehen. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt mal meine Max Miner hier aus der Ecke und ein paar von hier hinten. 9 Stück noch von hier hinten. Schauen wir mal, wie die hier jetzt durchgehen. So, die müssen ja in jedem Fall den Single Inferno hier machen und sie müssen in jedem Fall den Multi Inferno machen. Mein King ist hier noch am Start. Das sieht noch ganz gut aus. Wo ist eigentlich mein Warden? Okay, mein Warden ist dort. Ach so, mein King prügelt sich da durch eine Mauer. Okay. Ja, dann soll er sich da eben mal durchprügeln. Jetzt nehme ich einmal meine Truppen hier so ein bisschen in die Wardenheilung hier, beziehungsweise in die Warden Ability. Ja. Wow. Bei Elva Bases hat man immer ein Zeitproblem, wenn man die Miner setzt. Das habe ich hier nicht. Muss ich mal ganz klar sagen, ich war jetzt wirklich nur nass auf das Dunkle. 4.000 plus den Bonus gleich. Queen kann ich noch zünden, das mache ich jetzt mal. Und wow, tolle Truppe hier, ich freue mich. Ich werde sie auch einsetzen. Also, die haben jetzt auch relativ lange gelaufen. Ich habe es jetzt, okay, mit 41 Games vorgegeben. Ich denke mal, das ist nicht ganz so tragisch. Den nehme ich weiterhin zum dunklen Farm. Und wir haben, ja, wir haben nicht ganz die 10 Mille hier jetzt drin. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke, wenn wir jetzt hier die Clanburg einmal rausholen, hier die Treasury, dann haben wir hier die 10 Millionen und können auch gleich nahtlos den Päcker laufen lassen. Ich glaube, der Päcker, habt ihr eben in meiner vorherigen Armee gesehen, ist eine coole Truppe. Den starten wir an. Sie ist eine coole Truppe. Wir starten sie an. Und jetzt habe ich natürlich null von dem hier, aber ich hab ein bisschen was drin, oder? Ja, so ein bisschen habe ich drin. Und ihr seht, ich habe einen Bauarbeiter frei. Ich habe schon das eine Buch aus den Clanspielen genommen. Das bringt, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, es hat fast einen Tag gebracht oder so. So ein Dreivierteltag hier, wenn man das magische Item hier nimmt. Dieses Item hier, wo ist es hier? Dieses hier, da habe ich einen schon von genommen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich gleich mal das zweite nehmen. Denn 7 Millionen auf meinem Konto, das riecht nach der nächsten Defense hier, die ich hier machen kann. Und ich hoffe, diese Mist, nicht Mistfolge, Mixfolge von mir hat euch gefallen. Das wollte ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, es hat euch der Mix hier trotzdem gefallen. Also wirklich im Leben des Clan, im Leben der Clanspiele im Bauarbeiterdorf fällt es uns YouTubern, glaube ich, immer schwer, netten Content zu bringen. Ich hoffe, das habe ich euch mit diesem bunten Truppenmix heute, mit diesem bunten Mix heute gebracht. Und vielleicht sehen wir uns ja heute Abend noch im Stream, denn am Samstag, also heute Abend, habe ich ja nicht gestreamt, ganz bewusst nicht. Vielleicht spare ich es mir auch für Sonntag. Also bis dahin, euer Toto. Clasht.